Warum du dein Leben lieben solltest und was das mit deinem Unternehmen zu tun hat, damit du erfolgreich wirst. Darum geht es bei dem heutigen Video von Beam Up Your Business. Mein Name ist Conny Liff, ich bin die Gründerin von Soul Voice Sound. Gib deiner Seelenstimme Freiheit und Ausdruck. Und ich begleite Sänger und Songwriter vor allem, damit sie mit ihrer Stimme erfolgreich sind, blockadefrei werden und damit sie ihre Message, ihre Botschaft über die Musik raus in diese Welt bringen. Ja, ich begrüße den Interviewpartner an meiner Seite in meinem Leben, Martin Zimmermann. Ja, danke, Conny, für die Einleitung. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und ich begleite und unterstütze Coaches, Berater, hilfsbereite Menschen, die die Welt verbessern wollen, die ihre Einzigartigkeit, ihre Hilfestellung rausbringen wollen und damit erfolgreich sein wollen. Und ich freue mich auf dieses neue Video ganz besonders, weil, Ja, ja. ich habe den Song ausgesucht. Der Song kam zu mir, als ich noch in Bad Tölz Gesangsunterricht gegeben habe. Kam ein Mädchen und meinte, oh, ich will das singen. 16 Jahre. Und dann habe ich mir gedacht, was für ein geiler Text ist das denn? Ja, ich höre ja schon seit meiner Kindheit gerne auch die Texte. Deswegen sitzen wir hier auch zusammen, Martin und ich. Uns verbindet Musik. Ich lebe Musik. Doch wir gehen davon aus, dass Musik essentiell ist, ja, für unser Leben. Und wir verbinden das in diesen Videos immer, um so ein bisschen zu schauen, was ziehen wir denn jetzt raus, was mit unserem Leben zu tun hat und vor allem, was jetzt auch wichtig ist für dein Unternehmen, ja, was in Fleisch und Blut übergeht. Ja, das Erste, was uns aufgefallen ist, der ganze Refrain sind Affirmationen, ist ja in heller Munde, ja, jeder spricht Affirmationen. Ich fange jetzt mal so an, Martin, zu erzählen, wie ich zu Affirmationen gekommen bin, nämlich sehr unbewusst. Ich hatte damals die Trennung von meiner damaligen Ex-Freundin und ich hatte damals ein Buch geschenkt bekommen und kann ich auch nur sehr empfehlen, die dynamischen Heilungsgesetze von Catherine Ponder. Und ich saß immer morgens an meinem Bett und da waren manche Sachen schwarz einmarkiert. Und ich habe laut einfach angefangen, die vorzulesen. Zum Beispiel, ich lasse alles im Zusammenhang mit gerade dem Streit mit ihr los. Ich übergebe es an eine höhere Macht. Und ich habe gemerkt, dass ich das am Anfang 5 Minuten nur gemacht habe. Und später habe ich es eine ganze Stunde gemacht. Das heißt, ich habe wirklich wie so eine Bibel, hatte ich dieses Buch in der Hand und habe einfach nur diese schwarzen Zeilen unterlegt. Und nach einer Stunde habe ich persönlich festgestellt, mir geht es besser. Und die Erfahrungen, ich möchte jetzt mal anfangen, was ich für Erfahrungen mit Affirmationen gemacht habe, waren unterschiedliche. So den Weg mal ein bisschen aufschreiben, was es mit dem Song zu tun hat auch. Weil, also einmal habe ich gemerkt, wow, ich fühle mich besser. Und es gab damals auch Sätze, die ich noch nicht geglaubt habe. Und ich habe es aber trotzdem gesprochen. Laut. Das ist auch mein Tipp an euch, die ihr zuhört. Laut, ja. Später habe ich es sogar dann erweitert. Also es war 1, 2 Jahre später. Ich habe das dann in den Spiegel, in meine Augen mir reingesprochen. Ja, kleiner Tipp, mit was ihr mal anfangen könnt. Zum Beispiel, ich liebe mich selber und ich bin wertvoll. Sagt das mal 15 Mal hintereinander. In den Spiegel, in eure Augen und schaut, was passiert. Was damals bei mir passiert ist, ich bin in Tränen zusammengebrochen. Ja, aber das ging hier rein, ganz tief, hier so, wupp. Es kam hier in meinem Herzen an und ich dachte, wow. Ich habe gemerkt, Worte haben Macht, Worte haben Kraft. Ja, nicht nur das, was ich denke. Der zweite Schritt ist, die Gedanken ja zu sagen, in Worte zu fassen. Und das zu wiederholen, war eine Sache. Und natürlich habe ich auch das manchmal sehr statisch gemacht. Und später habe ich dann gemerkt, okay, ich kann es auch in Fragen stellen. Ja, warum bin ich jetzt so wertvoll? Ich habe gemerkt, diese Fragen haben noch mal eine ganz andere Wirkung. Oder warum bin ich jetzt so liebenswert? Und das, was ich erlebt habe, war, dass mein Unterbewusstsein
was für mich das innere Kind repräsentiert, hat versucht, die Antworten für mich zu finden. Das war total magisch, was dann passiert ist. Und der Song ist einfach so ein gute Laune-Song. Ich lasse ihn ganz, ganz oft laufen, so I love my life. Ja. Liebst du dein Leben? Gebe ich einfach mal raus schon an unsere Zuhörer. Liebst du dein Leben und liebt das Leben dich? Das heißt, du bist das Spiegel-Ding und das Leben sagt, ja, ich gebe dir deinen Traumpartner, deine Traumpartnerin, weil du dich so liebst. Ich gebe dir jetzt die Kunden, das Geld. Ich gebe dir jetzt die richtigen Songs, die richtigen vielleicht Lyrics zu deinem nächsten Song, wenn du Musiker bist oder was auch immer du machen willst. Sport, Fitness, Gesundheit, Ernährung, ja, das ist ein ganz breites Band. Aber liebst du dein Leben und sprichst du gut mit dir? Ja, weil ich hatte da noch ein Buch, was ich unbedingt, ich gebe euch ja immer meine Buchtipps, ja, als Unternehmer, weil Leaders are readers. Ja, also führende Persönlichkeiten, die lesen alle. Ja. Kein Audible, kein Hörbuch, echtes Papier, was ich noch in der Seite habe und rumdrehe. Ja? Also es ist wirklich so, die vier Versprechen, ein wunderbares Buch, wo es auch um diese Worte geht. Das erste Versprechen ist nämlich, wähle deine Worte mit Bedacht und sei untadlich mit deinem Wort. Wow, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist aber wow, anspruchsvoll hier. Ja, alles, was ich denke, beziehungsweise was ich sogar sage und ausspreche, das war jetzt in meinem Leben nicht immer so nett. Ja, also ich bin ja auch nur ein Mensch. Doch als ich das Buch damals gelesen habe und angefangen habe, selber mit diesen Affirmationen, habe ich gemerkt, okay, ich habe mich ja besser gefühlt. Darum geht es, dass du dich besser fühlst da draußen, dass du glücklich bist. Ja, das umzudrehen. Ja, das war so mein Einstieg mal zu dem Song. Wer anfangen möchte, einfach den Song öfter mal singen. Ja, da gibt es so geile Informationen. Ja. I am powerful. Ich bin stark, ich bin kräftig, ich habe Stärke. Ja. I am free. Ich bin frei. Und meine Erfahrung nochmal als Wiederholung, du musst es am Anfang noch nicht mal glauben. Da kommt nämlich so ein Geschnatter im Kopf. Ja. Ich nenne das gerne Little Voice von einem meiner Trainer. Ich sage, aber ich stimmt ja gar nicht, du bist ja noch gar nicht reich, du bist ja noch gar nicht glücklich, du bist ja gar noch gar nicht, lalalala. Ja? Ja, dann sage ich zu dieser kleinen, netten Stimme, thank you for sharing, ja, danke für die Information. Ich sage es trotzdem weiter. Ich mache es trotzdem weiter. Und vor allem der zweite Schritt, der wirklich tiefer geht, sind diese Fragen dann zu stellen. Also dann such dein Unterbewusstsein, ja, warum bin ich denn so powerful. Warum habe ich denn so viel Power? Und irgendwann ploppen die Antworten hoch. Ich garantiere es euch. Und ich gebe ab an den wunderbaren Martin Zimmermann. Was hast du mit dem Song verbunden? Was sagst du zu Affirmationen? Machst du selber welche? Hast du deine eigenen Sachen? Ich habe ja Künstler-Affirmationen an meiner Wand hängen, das weißt du ja, für mich als Musikerin. Erzähl mal. Ja, danke Conny. Danke für die Ausführungen. Das Lied an sich habe ich noch nie gehört vorher, bevor du es mir nicht vor kurzem vorgespielt hast. Aber der Text hat sofort zu mir gesprochen. Und wie du schon gesagt hast, Affirmation ist ganz wichtig. Besonders wenn man sich keinerlei gefühlvolle, liebevolle Verbindungen oder in Kontakt zu sich hat oder hatte. So ging es mir zumindest, dass ich bin auf Affirmationen erst in meinem ersten offiziellen Coaching gestoßen vor 3,5 Jahren. Und vorher habe ich mich damit gar nicht beschäftigt, weil ich auch, wie du schon vorhin gesagt hast, ich habe mich nicht in den Spiegel anschauen können. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich ein Problem habe, mir in die Augen zu schauen. Und das Problem, was ich natürlich mit mir habe, habe ich auch mit anderen Leuten. Also habe ich ihnen auch nicht in die Augen schauen können. Ist mir verdammt schwer gefallen, dann auch erst in dieses Rhythmus zu kommen, in diese Gewohnheit mir anzulegen, dass ich über Affirmationen auch erst wieder eine Verbindung zu mir herstelle, auch auf der emotionalen Ebene. Und wie du auch schon so schön gesagt hast, wir im Unterbewusstsein sitzen ja unsere Emotionen und ist alles das verborgen, was uns ja ausmacht und was uns auch ins Handeln bringt und was uns auch davon abhält, anders zu werden und größer zu werden, weil dort sind ja die, ja,
unsere Aktionen werden durch unser Bewusstsein gesteuert, ob wir es wollen oder nicht. Und daher, ganz wichtig für mich war es, mit der Affirmation anzufangen und mich auch mit solchen zu beschäftigen, was auch Robbie Williams in diesem Song weitergibt. Dieses I'm powerful, I'm beautiful, I'm free. Besonders das zweite, I'm beautiful, hatte ich enorme Probleme zu verstehen, dass ich wirklich immer, dass ich schön bin. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich ein Schönling bin. Was ich damit sagen will, ist, dass ich mit mir selber zufrieden bin und da wieder in einen liebevollen Umgang komme. Und nicht dieses, das äußere Widerspiegel in mir, was ich gedacht habe, dass ich jemand bin, der eigentlich zu nichts Nutze ist, der immer kritisiert wird, weil ich letztlich auch mich selbst immer kritisiert habe. Also die Sprache, die ich mit mir spreche, bekomme ich ja dann auch wieder zurück. Du hast ja gesagt, die Worte sind so die zweite Stufe der Manifestation. Und natürlich, wenn ich zu mir innerlich auch nur spreche, dass ich nicht gut genug bin, dass ich es nicht schaffe, dass ich manche Dinge nicht tun darf, dann kommt das Ganze natürlich auch als Retourkutsche von außen auf mich zurück. Sprich von meinen Mitmenschen, von meinen damaligen Chefs, Vorgesetzten, Kollegen aus dem Freundeskreis, wo auch immer man ist und mit welchen Menschen man sich abgibt. Also daher ist es enorm wichtig, sich positive Affirmationen so zurechtzulegen und auch zu fragen, was will ich denn wirklich sein? Und du hast ja auch schon gesagt, und das Ganze will ich auch nochmal hervorheben, dass es wichtig ist, eben sich diese Fragen zu stellen, diese Warum-Fragen, was das Ganze eben nochmal eine emotionale Verbindung herstellt, indem ich nicht nur sage, ich bin kräftig, ich bin schön oder ich bin hübsch oder was auch immer du sagen willst oder ich bin frei, sondern auch zu sagen, warum bin ich das? Warum? Weil ich bin frei, weil ich Dinge tun kann, auf die ich Lust habe oder weil ich auch die finanzielle Freiheit habe oder ich bin kräftig, weil ich mich gut fühle, weil mein Körper gesund ist. Also da gibt es x verschiedene Gründe, einfach mal sacken lassen und sich das Ganze zu überlegen. Ich habe es auch, du hast ja auch vom inneren Kind vorhin gesprochen, deswegen ist es auch so wichtig, oder habe ich festgestellt, dass es nochmal einen ganz anderen Effekt hat, wenn du die Affirmation nicht nur sagst, sondern auch aufschreibst und nicht nur einmal aufschreibst, sondern 10-mal aufschreibst, morgens und abends und dann nicht nur mit deiner starken Hand und mit der rechten Hand in meinem Fall, sondern auch mit meiner linken Hand, weil die linke Hand anscheinend, ich weiß auch nicht genau, was dahinter steckt, aber da ist diese Verbindung auch zu diesem inneren Kind da. Also auch dieses Kindliche, dass ich was mir mit was Neues, praktisch eine neue Gewohnheit aneigne, was Neues dazulerne, eine neue Bewegung, indem ich meine schwache Hand benutze, um eine Affirmation aufzuschreiben, geht nochmal tiefer ins Unterbewusstsein als nur über die starke Hand. Und was ich noch zu sagen habe in dem Lied, was auch vorkommt, ist natürlich, dass ich das Leben liebe. Und dass ich auch immer, die Botschaft, die er damit auch sagen will, ist, dass ich auch immer wieder entscheiden kann, was ich mit meinem Leben mache. Also sprich, ich bin ja nicht fixiert auf diesen Moment und was in der Vergangenheit passiert ist, sondern ich kann mir auch immer wieder mein Leben neu erschaffen. Und meine Identität, also sprich, was ich mir auch immer wieder sage, was ich mir erzähle, die Geschichten, die ich mir erzähle, weil das entspricht ja letztlich auch meiner Realität. Die Geschichten, die ich mir erzähle, erzähle ich mir immer meine alte Geschichte, was in der Vergangenheit passiert ist, oder erfinde ich meine Geschichte neu? Neu gehe ich in dieses Schöpferbewusstsein und kreiere ich durch diese Affirmationen, was wir jetzt schon besprochen haben, eine ganz neue Zukunft. Und da kann ich auch mal wieder entscheiden, was will ich haben? Was willst du mit deinem Leben noch anfangen? Wie willst du sein? Und je nachdem, was du natürlich sein willst, das nährt dein Bewusstsein, das nährt dein Unterbewusstsein, entsprechend zeigst du dich dann auch im Außen und ziehst dann auch dadurch das an, was du damit ausstrahlst. Und das finde ich genial an dem Song. Ist schade, dass ich noch nicht früher auf ihn gestoßen bin, aber danke, Conny, trotzdem, dass du mir ihn näher gebracht hast. Und ja, es geht einfach darum, sich selbst neu zu definieren immer wieder und auch zu hinterfragen natürlich, passt es noch zu mir, passen diese Affirmationen zu mir? Aber auf jeden Fall finde ich es enorm wichtig, solche Art von Liedern anzuhören und sich mit Affirmationen zu beschäftigen, weil es wirklich einem zeigt, ist es wirklich meins oder nicht? Und wenn ich eben diese Fragen, wie du schon gesagt hast und was wir jetzt auch besprochen haben mit diesem Warum, wenn ich die nicht klar beantworten kann, und beantworten heißt nicht aus dem Verstand, sondern aus dem Herzen, wenn ich da nicht eine klare Bestätigung bekomme, dann passt diese Affirmation auch nicht zu mir, dann bringt es auch nichts, wenn ich sie aufschreibe, weil wenn keine Gefühle dahinter sind, dann werde ich es auch nicht entsprechend leben können. So, das war mein Teil dazu und
Natürlich geht es nicht nur fürs persönliche Dasein, sondern auch für dein Business, für deine Geschäfte, für deine Kunden. Je nachdem, was du bist, was du ausstrahlst, das kriegst du auch wieder von Leben im geschäftlichen, beruflichen zurück. Absolut, danke, Martin. Ich leite schon die Schlussworte ein bisschen ein. Ich möchte euch noch zwei Sachen mitgeben an alle Zuschauer da draußen. Robbie Williams singt im Inner Bridge dann, finde die anderen mit dem Herzen wie deinen. Finde ich persönlich ganz wichtig. Kommentiert es einfach gerne mal unten runter. Ja, als Affirmation, ich finde die anderen mit einem Herzen wie meinem. Ja, weil das Gesetz der Resonanz sagt, Gleiches zieht Gleiches an. Das heißt, wenn du das rausschwingst, ja, dass du dich liebst, dass du stark bist, dass du schön bist und das glaubst und das fühlst, ja, dass du frei bist und dass du wundervoll bist. Magisch singt er, ja. Und wenn du an den Punkt kommst, dass du das fühlst, dann findest du die anderen mit deinem Herzen. Und das ist mein absoluter Wunsch an euch da draußen, dass dieses Umfeld, ja, euch dann findet. So war es nämlich bei mir. Es kam dann immer auf mich zu. Ich habe es nicht mehr gesucht. Es kam einfach. Und der letzte Teil von dem Song möchte ich für mich zum Abschluss reinbringen. Er singt, und endlich bin ich da, wo ich sein will. Darum geht's, dass du im Sein deine ganze Kraft hast. Ja, dass du im Sein kannst du nur diese Entscheidungen treffen, im Jetzt. Ja, die meisten sind in der Vergangenheit oder sie sind andauernd gedanklich schon in der Zukunft. Wo willst du hin mit deinem Leben? Das Jetzt kann dir diese Antwort geben, wenn du einfach als positive Frage reinstellst, okay, was ist mein nächster Schritt zum Beispiel? Oder wo will ich hin? Ja, meine Lieblingsfrage im Moment ist, fühlt sich das für mein Herz stimmig an? Ja, fühlt sich das richtig an? Fühlt sich das gut an für mich? Und wenn es das ist, dann mache ich das. Und wenn ich das nicht fühle, ist mein größter Tipp an euch da draußen, macht es nicht mehr. Lasst es sein, egal ob es ein Kunde ist, den ihr ablehnt oder ob ihr Nein zu eurer Freundin sagt. Macht es nur noch, wenn es sich hier richtig anfühlt. Das war's von mir. Ich gebe die letzten Worte an Martin rüber. Freue mich auf nächste Woche und dass er wieder unseren Kanal abonniert und unsere Videos teilt. Danke. Danke auch von meiner Seite. Das waren herrliche Schlussworte von dir, Conny. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich kann es noch mal bestätigen und bekräftigen, was du gesagt hast. Es geht darum, in den Moment zu leben. Es ist gut, Ziele zu haben, es ist gut, einen Plan zu haben, aber letztlich kommt es ja darauf an, und so heißt es auch so, das heißt auch so schön, der Weg ist das Ziel, also im Jetzt zu sein. Deswegen sind die Affirmationen ja auch in der Gegenwartsform. Wir brauchen ja immer wieder dieses Zurückholen, dürfen wir uns mehr bewusst werden, dass es immer darum geht, dass wir wieder bei uns ankommen, hier ankommen. Und da können wir in die volle Kraft kommen, nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, sondern jetzt ist der Moment. Alles, was wir denken, hat auch beeinflusst auch das Universum durch unsere Gedankenkraft, durch die Energie, die es ausstrahlt, nicht nur auf uns, sondern auch auf den Rest des Universums. Und das geht halt nur, wenn wir im Moment sind. Wenn wir unsere Gedanken irgendwo auf andere Dinge ausrichten, dann verlieren wir uns. Und das geht darum, ja, wirklich eine Klarheit zu haben, sich selbst zu lieben, sich selbst auszudenken, zu strahlen, und dann kommt man auch dahin, wo man hin soll. Wie du gesagt hast, der Weg des Herzens ist immer der richtige. In dem Sinne, ja, danke, like das, comment gerne nochmal, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht. Abonniert Connys Kanal, meinen Kanal, und ich freue mich auch aufs nächste Mal, denn es geht ja immer weiter. Die Sphären sind unbegrenzt, beam up, hat keine Grenzen. Also, beam up your business. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.